Vor über 100 Jahren träumte Offenbach davon, eine Kurstadt zu sein. Der Traum von Bad Offenbach ist aber geplatzt und hat diesen Mann in den Ruin geführt. 1888 wurde Offenbach für eine kurze Zeit über seine Grenzen hinaus bekannt. Die ganze Stadt hatte den Fabrikanten Adam Neubecker aber für sein Vorhaben ausgelacht. Der wollte nämlich unter seinem Grundstück nach Wasser bohren, um von der städtischen Versorgung unabhängig zu sein. 3 Jahre lang hat er gebohrt, bis er tatsächlich auf Wasser gestoßen ist, und das war kein normales Wasser. Neubecker ist auf eine Mineralwasserquelle gestoßen. Der Geschäftsmann hat daraufhin ein Kurhaus um den Brunnen gebaut und das Wasser abgefüllt und verkauft. Allerdings entwickelte sich der Kurbetrieb nicht wie erhofft. Immerhin, das Wasser erlangte einen Weltruf. Die ganzen Investitionen in das Haus und die Werbung haben Neubecker aber pleite gemacht. Der Kurbetrieb wurde schließlich eingestellt. Immerhin kann man das Wasser heute noch kaufen, aber jetzt kommt es aus Bad Vilbel.